Sie aber auf mit diesen emotionalen Bildern. 2020 war das Jahr der Wissenschaft. Ich fasse das hier mal ganz kurz zusammen. Ja? Also 2020, ja, das war insgesamt die Summe aus den insolventen Gaststätten, nicht wahr, mal dem Median der Inzidenzwerte aus Sachsen und Bad Salzuflen ins Quadrat plus der Zunahme der Hartz-IV-Empfänger. Das Ganze geteilt durch 12 Monate macht, na, können Sie sich ja selbst ausrechnen. Kommen wir nun zum Menschen 2020. Ich begrüße an dieser Stelle jemanden, der im Angesicht der Pandemie gezeigt hat, was Helden wirklich ausmacht: Stehvermögen und Beharrungskraft. Nicht wahr? Für mich ist er der Überlebende 2020. Herzlich willkommen. Grüß Gott, Herr Gottschalk. Scheiße, der Nefton. Aber in meiner Einladung ist drin gestanden, dass Thomas Gottschalk mir zum Mann des Jahres gratulieren wollte. Ja, das stand da und Sie haben es geglaubt. Das ist schön, wenn ein Plan funktioniert. Setzen Sie sich, Herr Scheuer, setzen Sie sich. Doch, Herr. Ja. Bitte, bitte. Herr Scheuer. Ja, grüß Gott. Warum zum Henker sind Sie noch hier? Ah ja, das ist wegen dem Corona. Ja, also das ist ein Segen. Ich meine, das ist jetzt nicht für die meisten, sondern mehr für mich, weil die Leute reden von nichts anderem mehr. Ja. Von was anderem denn? Ah ja, was weiß ich, von politischen Skandalen und so. Gell? Von welchen Skandalen denn? Na, so leicht kriegen Sie mich nicht, gell? Ich werde die Aussage verweigern, weil ich muss mich nicht selbst belasten. Aber Herr Scheuer, das hier ist doch kein Gerichtsverfahren, sondern eine Fernsehsendung. Ja, dann muss ich's machen. Zifix, Sie haben mich schon wieder reingelegt. Aber ich sage Ihnen eins, Herr Nefton, ich kann alles erklären. Ich brauche bloß so ein Erklär. Haben Sie vielleicht so ein Erklär-Ding, wo man... Da, ha, genau. So, pass auf, ich erkläre es Ihnen. Ja, legen Sie los. Ja. Halt. Nein, warten Sie. So, woran arbeiten Sie zurzeit? Ja, genau, an einem hehren Ziel, nämlich endlich wieder den Bau der deutschen Autobahn effektiver und kostengünstiger zu gestalten mit der Autobahn GmbH. Ja, klingt erstmal gut, aber wenn Sie es erklären, wird sich das ja ganz schnell ändern. Ja, genau, danke schön. Also bisher hatten wir natürlich bei der Planung und beim Bau von Autobahnen ein riesiges Tofu-Haboho. Wir hatten 16 Bundesländer, gell, die geplant und gebaut haben. Und dann hat man Autobahnverwaltungen bei den Ländern. Und dann hat man 1400 IT-Systeme, 15.000 Mitarbeiter und noch eine eigene landeseigene Planungsgesellschaft namens DGS. Herr Nefton, wenn Sie sich nicht auskennen, das ist eine Abkürzung für Deutsche Einheit, Fernstraßen, Planung und Bau, GmbH. Das geht ja schon gut los. Da stimmt ja nicht mal das Akronym. Ja, sage ich auch, völlig ineffektiv. Ja, wir vom Bund haben einfach nur Geld reingeschoben und durften nicht mitbestimmen. Ja, ist das in Ihrem Fall nicht ein klarer Vorteil? Ja, danke schön. Das war nicht als egal. Und mit der neuen Autobahn GmbH wird also alles effektiver, ja? Ja, genau. Das wird jetzt quasi die zentrale Steuereinheit der deutschen Autobahn. Ich sage immer, das wird das Großhirn der deutschen Autobahn. Und Sie sind der Frontallappen. Ich muss mich nicht jedes Mal beleidigen lassen von Ihnen. Der alles steuert. Also, ja, genau. Ja, genau, weil jetzt kommt ja quasi alles unter ein Dach. Schauen Sie mal, also da kommen die Verwaltungen kommen unter das Dach. Ja, da kommt natürlich noch die IT kommt unter das Dach. Ja, so, noch mehr IT. Wir haben a lot of IT, sage ich immer. Gell? Und dann die Mitarbeiter kommen unter das Dach, damit man quasi im Grunde, jetzt habe ich ein bisschen Verwaltung vergessen, so, alles unter einem Dach präsent hat. Sie haben da noch Mitarbeiter vergessen. Ah, so, die sind im Homeoffice. Na, und das Ganze findet statt, also bis Neujahr haben wir das im Kasten. Sagen Sie mal, warnt nicht der Bundesrechnungshof schon lange, dass dieser Zeitplan viel zu ehrgeizig ist? In Österreich hat ein ähnliches Unterfangen fast 10 Jahre gedauert. Ja, gut, aber die Österreicher sind ja viel zu... Langsam? Wer? Die Österreicher. Grundgütiger.
Und diese Reorganisation, hat die dann in der Realität genauso gut geklappt? Ja, völlig. Was ist schiefgelaufen? Okay, woher wissen Sie das? Ich rechne grundsätzlich mit einer Scheuerkonstante. Wie sieht denn die Kostenentwicklung aus? Super, die sieht super aus. Super aus, sieht die, super. Das heißt also, es wird teurer? Ja, so kann man es auch drehen, wenn man es böswillig meint. Hat man nicht ursprünglich mit 700 Millionen gerechnet? Ja, aber nicht mit mir. Ja, weil wir rechnen jetzt etwa mit 2 Milliarden. Aber Sie wollten doch erreichen, dass das durch die Autobahn GmbH kostengünstiger wird als früher. Ja, das ist ja auch kein Problem. Das schaffe ich ja auf jeden Fall. Weil schauen Sie, wir haben ja zur Sicherheit gar nicht erhoben, ja, wie die Kosten früher gewesen sind. Und wie haben Sie es geschafft, dass eine Kostensenkung so teuer wird? Ah ja, also mit guten Mitarbeitern. Weil wir mussten die Mitarbeiter von den Ländern ja quasi anreizen, damit sie hier rüber zu unserer Verwaltung kommen. Ja? So, kommt's her. Sie wollten also sparen, indem Sie ihnen höhere Gehälter zahlen? Nein, überhöhte Gehälter. Die hohen Kosten ergeben sich also nur wegen der Gehälter? Nein, wir haben ja noch weit über 80 Millionen haben wir ausgegeben für Beratungsfirmen wie Roland Berger etwa. Wozu brauchen Sie denn eigentlich immer so viel Beratung? Ich ziehe die Frage zurück. Roland Berger schmeißt also Ihre Behörde, ja? Nein. Also die machen ja nicht alles. Die machen ja nur Rechtsorganisation. Und Personal. Informationstechnik, Kommunikationstechnik, Verwaltung, Sachmittel, Betriebswirtschaft. Also alles außer Baggerfahren, ja? Die waren so wichtig für uns, wir mussten ja die Arbeitsfähigkeit der GmbH von Tag 1 an sicherstellen. Ja. Und? Hat's geklappt? Na, also wir haben halt ein paar Probleme mit dem Teamwork. Mhm. Welche denn? Ja, also es gibt keins. Das sagen die Mitarbeiter, aber das ist wegen der Berater, was ja auch klar ist. Dafür, Herr Nefton, haben wir in der GmbH eine riesige Fluktuation. Sie wissen schon, was Fluktuation ist. Ja, da fluktuiert's. Das bedeutet, Ihre Mitarbeiter ergreifen reihenweise die Flucht. Verstehen Sie? Ach, Sie meinen eine Fluktuation? Das ist nicht gut, das weiß ich schon, aber habe ich so hehre Ziele. Wir haben doch versucht, die IT-Systeme quasi, also 1400 IT in eins zu gießen. Ja, und, hat das geklappt? Also das kommt jetzt darauf an, was Sie unter geklappt verstehen. Na, dass es funktioniert. Dann nein. Und wer macht die IT jetzt? Ah ja, das machen jetzt wieder die Länder, weil das ist im Grunde ja quasi, das haben die vorher schon auch gemacht und es hat sich ja dann doch, kann man sagen, im Grunde bewährt. Aber wollten Sie nicht diese große Reform hier, ja? Weil sich das bisher nicht bewährt hat. Ja, aber schon, was kann ich denn dafür, wenn man mir ständig Knüppel zwischen die Beine wirft? Welche Knüppel denn? Ja, Paragraphen. Sie meinen geltendes Recht? Das sind jetzt Details, die können hier nicht hierher. Welche Details denn? Das Grundgesetz. Das hatten Sie doch schon mit der Maut beschädigt. Und dann haben Sie sich wohl einfach gedacht, na ja, jetzt ist es ja eh schon kaputt. Abstand. Jetzt, außerdem, schauen Sie, das Grundgesetz ist ja noch intakt. Sie können sich beruhigen. Also leider, weil das ist jetzt für mich ein Problem. Weil schauen Sie, die Autobahn GmbH gehört dem Bund. Also die Degas, die gehört den Ländern. Und das Grundgesetz ist offensichtlich sehr streng, was die Arbeitsteilung zwischen also Land und Bund betrifft. Ich verstehe es ja auch nicht, gell? Und wenn jetzt jemand so narrisch gewesen wäre, meinen Plan, ja, umzusetzen und quasi die Degas, ja, mit der Autobahn GmbH zu verschmelzen, ja, dann hätte quasi, naja, die Autobahn GmbH die Degas-Projekte stoppen und neu ausschreiben müssen. Das mussten Sie doch alles schon vorher. Ja, aber die haben doch gesagt, das ist alles verfassungsrechtlich in Ordnung. Wer? Die Verfassungsrichter? Na, die KPMG. Das sind Wirtschaftsprüfer. Ja, eben. Wie wirtschaftlich ist denn so ein Baustopp? Ja, gar nicht. Ja, deswegen haben wir uns auch gegen den Berater... Der Berater... Hey, aber was machen Sie denn? Die war doch teuer. Ja, wir haben uns gegen quasi deren Rat haben wir uns entschieden, die Degas doch nicht mit der Autobahn GmbH zu verschmelzen, sondern sie quasi aus dem Verschmelzungsprozess herauszulösen und quasi zu einem langfristigen Partner der Autobahn GmbH umzuwandeln. Ha,
Aber das ist doch dann dasselbe Tofu Wabohu wie vorher. Na, die sind jetzt zwei Tofu Wabohus. Ja, wir haben, es ist außerdem viel teurer und wir haben zusätzlich ja noch die Autobahn GmbH. Wie wollten Sie das denn eigentlich alles finanzieren? Ganz einfach, Steuermittel, dann die Lkw-Maut und die... Ich habe Sie nicht verstanden. Das ist, weil ich eine Maske trage. Sie tragen keine Maske? Ach so. Ja, mit der Pkw-Maut. Sie haben sich für weit über 80 Millionen Euro beraten lassen, um eine Verwaltungsdoppelstruktur zu errichten für eine Form der Mobilität, die wir eigentlich nicht mehr brauchen sollten. Und dafür ist dann alles ungefähr so geblieben wie früher. Ja? Und das kostet dann 2 Milliarden Euro, finanziert durch eine Maut, die es nicht gibt. Hallo Leute, die Anstalt hat was Neues. Was machen Sie da? Herr Newton, Sie sind ein Physiker aus dem 17. Jahrhundert. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen erklären kann, was Sie... Doch, erklären Sie das ruhig, bitte. Okay, das ist unser YouTube-Channel. YouTube. Okay, da kann man Videos schauen. Die Videos? Filme. Die Filme? Also man, als User klickt man auf... Da klickt man. Man drückt quasi mit einer Maus auf... Also im Prinzip können die User den Channel abonnieren hier... und auf weitere Videos hier gehen und dann haben Sie